Gehen wir was essen jetzt? Gehen wir was essen? Wohin gehen wir aber? Wir gehen zu Goldies. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und willkommen bei einem weiteren Vlog. Nach einer sehr, sehr langen Nacht werden wir jetzt ein kleines Frühstück um 19:30 zu uns nehmen. Und ja, wir sind in Berlin, fahren jetzt lecker Burger essen. Viel Spaß im Video. Peace, Freunde, was geht? Herzlich willkommen in Berlin. Eieiei, das war eine Nacht gestern, ne? Junge. Rhino shit! Fix, Alter, steigt ein, Alter! Ihr habt einen Hunger, Alter! Fix, Alter! Auf jeden Fall, unser Hotel, Motel, das Lukas organisiert hat, ist mitten in der City. Kann das mal kurz einer appreciaten? Meine Hotel-Skills. Auswahl immer. Preis-Leistungs-Verhältnis okay. Passt. Aber weißt du was? Location passt. Weißt du was wir auch mal appreciaten müssen? Warum mussten wir eigentlich bis 10:30 Uhr unterwegs sein? Damit jetzt die Burger umso besser schmecken werden gleich, Alter. Das ist ein Fest. Das ist das Allergeilste, wenn du einfach den einen oder anderen Drink zu viel hattest in der Nacht davor und schön ausschläfst. In dem Fall, wir haben noch ein bisschen gearbeitet und dann dir einfach nach... Ah, dann in deinem Magen waren einfach 20 Stunden kein Essen drin. Das ist es. Das ist ein Brutzler. Das ist ein Brutzler. Na, hör mal. Machst du aus dem Fenster so ein paar Aufnahmen. Statisch. Back in my bag and I got a I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love you. Meine Seele hat meinen Körper verlassen, weil ich so Hunger habe. Ich habe mich selten so krass auf frittiertes Hühnchen gefreut wie heute. Ich merke schon, ich habe ein Biss schon in meinem Kopf. Dieses Chicken haben wir schon vor ein paar Tagen gegessen. So, das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Aber jetzt mit unserem Modus. Ist das halt mal 10. How are you, dog? Was ist denn los, okay? Ja, Mann, das ist voll schön. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Pommes, Burgers und da ist es. Wie gefällt Berlin? Alles gut? Sehr gut. Sehr gut. Hi. Was essen wir? Einmal die ganze Karte, oder? Also, einmal brauchen wir dieses Green Chili Chicken, ja. Aber extra scharf bitte. Ja. Also irgendwie schärfer hinkriegen. Ja. Sollen wir Honey Butter auch nehmen, oder? Wenn du willst, groß, ja. Ne? Wie groß ist groß? 4 Stück, aber ich kann auch 6 drauf machen. Nee, reicht, das reicht. Ja, ja. 4 reicht. Das machen wir aber für beides, oder? Ja. Falls ihr jetzt denkt, so das war's mit wir essen nur hier, nein, wir werden auch noch den Smashburger von Goldies essen gehen. Was nehmen wir für Burger? Burger nehme ich. Ich glaube, ich will hier keinen. Ich werde drüben meinen Burger essen. Hey, ich sag dir ganz klar, was ich trinke. Was? Apfelschorle, Bruder. 5 Jahre in dieser Flasche. Bestellung ist raus, Freunde. Wir gehen jetzt in den hinteren, ich weiß nicht, wie man das nennt, in den Hinterhof. Hinterhof. Dazu gibt es eine gekühlte Apfelschorle. Mein Gott. Oh Gott. Ich zähle die Sekunden gerade. Ich auch. Bis dieses Essen. Ich will eigentlich gar nichts mehr reden, bis das Essen kommt. Story zu gestern. Bei dem einen oder anderen Glas Wasser zu viel habe ich meine Kopfhörer verloren. Und bei so einer 19-tägigen Deutschlandtour mit so leisen und rücksichtsvollen Freunden brauchst du auch einfach mal deine Ruhe und Privatsphäre. Und jetzt kommt Soundcoin-Spiel, die mich bei diesem Video unterstützen. Und mein persönliches Highlight neben der übertrieben guten Soundqualität so ein geiler Sound, ey, sind diese sehr großen Earcups und sehr weichen Earcups. Und dazu kommt noch die ultra, ultra lange Batterielaufzeit von 50 Stunden. Das sind über 2 Tage. Was jetzt nicht heißt, dass sie nach den 50 Stunden direkt wieder 3 Stunden laden müsst, sondern 5 Minuten laden heißt 4 Stunden Musik hören, arbeiten oder einfach meine YouTube-Videos schauen. Und obwohl die Space Q45 nicht die kleinsten unter den Kopfhörern sind, lassen sie sich trotzdem kompakt zusammenfalten und eignen sich super für Reisen. Und falls ihr mal keine Tasche dabei habt, ist das auch kein Problem. Die kompakte Verpackung von den Space Q45 hat einen eigenen Trageriemen. Und apropos Reisen, egal ob ihr auf dem Bus wartet oder in der Bahn sitzt, die Space Q45 reduzieren Geräusche bis zu 98%. 98%! Geräusch reduzieren. Und über Preis-Leistung habe ich noch gar nicht geredet. Für das, was die Space Q45 leistet, ist der Preis unschlagbar. Und mit dem Code getspace.de spart ihr 20% bis zum 7. September. 20% ist ja ein Schnäppchen, ey. Ein Riesendank an Soundcore, dass ihr meine Ruhe, meine Privatsphäre auf den Reisen sichert. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß im weiteren Video. getspace.de. Let's go. Was geht los? Den Damn, Wunsch. Bro. Wollt ihr was zu trinken? Nee, ich glaube, das ist alles. Das ist schon. Dankeschön. Danke. Was sagt ihr, Freunde? Ich will da reinbeißen. Fängst du so an, bescheiden? Der Chemist
Meerrettich. Muss mal erklären, was das ist. Das ist von Vladislav, seine Home-Pommes-Kreation. So. Eine Hommage an. Mit ukrainischen Einflüssen. Wir haben hier Dill, wir haben auch wieder Parmesan. Wir haben, ich glaube, das ist so Meerrettichpaste. Und dann eben noch die rote Beete, was halt so ein bisschen östlicher schmeckt, sag ich mal. Und das hat er sehr gut hinbekommen. Es ist soweit. Die sind halt scharf, gell, wahrscheinlich. Ich werde jetzt mal in diese Butter. Das klappt mal nicht. Kurz den Mund vorbereiten mit einer Essiggurke. Ich kann nicht mehr warten. Ich kann nicht richtig warten. Do it. Mexico Vibes. Oh, ist das heiß. Oh. Unmöglich, kannst du essen, das ist viel zu heiß. Körperverletzung. Das habe ich schon gemerkt. Verbrennung dritten Grades hat sich trotzdem gelohnt, Bruder. Ich warte noch 20 Minuten. Seht ihr das? Wie juicy das ist. Das Fleisch überhaupt, Jungs. Ich werde nicht warten, sag ehrlich. Morgen spürst du nichts mehr. Die nächste Woche alles wird gleich schmecken für dich. Du hast keine Haut mehr am Gaumen. Ich hab's doch genau gesehen. Verstausch. Mein ganzer Hals ist auch von innen verbrannt gefühlt. Kennst du das, wenn es so heiß ist, dass so ein ganzer. Ich spüre es gerade komplett runter. Wie war aber das Butterchicken? Buttrig? Achso, du hast nicht mal abgebissen? Nein. Oh mein Gott! Wahnsinnig. Ich hab schon gemerkt, dass es ein Fehler ist. Und vielleicht ist es jetzt ein bisschen. Zweiter Versuch. Boah. Es ist zu gut, gell? Junge. Boah. Wie saftig kann ein Hühnchen sein, ja? Und knusprig zugleich. Freunde, ich will nicht übertreiben, aber hört euch einfach diesen Crunch an und schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das ist gut, aber ich kann gar nicht viel dazu sagen, ich muss das einfach gerade essen. Kann man nicht besser machen. Das ist eine 11 von 10 einfach, Leute. Ich sage euch ehrlich. In it. 12 von 10. Was geht jetzt hier eigentlich ab, bitte? Jetzt stell dir mal vor, du hast dieses Chicken-Teil und also das, die wir gerade gegessen haben, als ob es nicht genug wäre, legen die einfach noch auf einen Burger. Mit Tomaten, Essiggurken, Soße, Eisbergsalat. Beide Ding. Beide Dub? Beide Dub. Beide Din. Das ist der Biss jetzt, ich sag dir ehrlich. Du hast Geburtstag jetzt, gell? Das Krasse ist, Goldies ist ja eigentlich aufgebaut auf den Pommes und sowas. Die haben so 10, 15 verschiedene Kreationen. Dann haben sie sich gedacht, okay, warum machen wir nicht auch einfach noch krasses Chicken? Und natürlich haben die noch diesen Smash-Burger-Laden drüben, wo wir auch noch gleich hingehen werden, einen Burger uns reinfetzen. Was wollte ich jetzt aber sagen? Ach so, ich wollte sagen, dass in allen drei Sachen, egal Pommes, Chicken oder diese Burger, Chicken-Burger oder Smash-Burger, sind die einfach Meister. Es ist wirklich... Die sind, würde ich sagen, aktuell außer Konkurrenz. Mhm. Meiner Meinung nach einfach so. Das muss jeder für sich bewerten. Bist du loco, Alter? Das würde niemand so machen, gell? Niemand auf dieser Welt. Der ganzen Welt nicht. Wir drehen noch eine Foodtour nachts durch Berlin in circa 2 Stunden. Welcher Mensch geht, wenn er weiß, dass er eine Foodtour drehen muss, erstmal hierher und isst wirklich nicht wenig, um dann daraufhin noch zu Goldies Burger zu gehen und auch noch einen Burger reinzuhauen, bevor wir überhaupt die Foodtour anfangen? Es hat sich gelohnt. Lieber habe ich Bauchschmerzen die nächsten 3 Tage, wie das jetzt nicht gemacht zu haben. Und jetzt geht's gleich weiter zum Goldie Smash Burger, heißt es einfach, oder? Das ist eh gleich auch um die Ecke. Ja, meine Oma. Ja. Alles Gute euch. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns mal in Ruhe sehen. Danke. Gib mal Navi an, ich weiß es nicht. Ich habe gerade in die Pommes gebissen und an dich gedacht. Glaubst du mir das? Ich liebe eure Videos. Ich krieg immer richtig Hunger, ne? Ich bin ehrlich, ich bin schon voll. Ja, weil die machen übelst große Portionen.
Aber einen Single Cheeseburger, der geht noch. Der muss es noch sein, ja? Der muss noch sein. Auch wenn wir ihn teilen, aber er muss. Nein, sind wir andere falsche Richtung gelaufen. Komplett falsch. Oh. Geht nicht. Ich kann nicht richtig navigieren. Mario macht es schon. Und nicht weit vom ersten Geschäft des Goldies, so gesagt, so ich würde sagen so vielleicht 800 Meter, findet ihr den Smashburger Goldies Laden, Imbiss. Ich würde es eher Imbiss nennen, weil es sind draußen so Stühle. Ja, so eine kleine Bude, wo sie so die Burger rausgeben, also es ist ziemlich cool gemacht. Über Rot geht man nicht. Warum nicht? Es ist nicht erlaubt, das ist illegal. Es kommt doch kein Auto. Ah, okay. Ist das die Regel? Ja, ich dachte. Boah, wie lange gehen wir jetzt schon? Mir kommt so vor, als ob wir seit 30 Minuten unterwegs sind. Aber ist doch irgendwie cool. Ja. Leute, schaut euch das jetzt an. Hey, yo, na, alles klar? Bei dir? Yo, bei euch? Alles fit? Jo, alles gut. Es geht. Alles gut. Freunde, es gibt vier verschiedene Burger. Single Patty gibt es und natürlich Double Patty, Super Smash und Super Smash BLT. Ich kann euch ehrlich sagen, alle Burger schmecken gut, wir haben alle probiert, gell? Boah, es ist nur eine Geschmackssache. Ich mag zwar eigentlich kein Bacon auf dem Burger, aber das ist trotzdem geil. Der war auch lecker. Wie geht's, Chef? Gut, thank you. Wie läuft sehr die Arbeit? Lecker. Komm. Emma läuft hier, Emma. Sehr schön. Ja. Es riecht sehr, sehr gut, aber ja. Es ist warm. Oh, viel zu warm hier. Bei Uslander kein warm. Klimaanlage. Wo ist die Klimaanlage? Soll ich mit Chef reden? Wir sehen können, die Jungs sind auf jeden Fall am Hustlen. Ja, da drin ist warm. Und die geben Gas und die zaubern euch leckere Burger. Ich sag's euch ehrlich, ich persönlich würde sagen, das ist auf jeden Fall, also überhaupt Goldies, diese Burger und dieses Chicken. Das ist bei mir ganz, ganz oben. Top, 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 top. Und das ist auch sehr crazy. Und in Deutschland ist es zu 100% der beste Burger. Sag ich euch, wie es ist. Wie sieht es da drin aus für deine Jungs mit Klimaanlage? Ein bisschen warm, oder? Ja, ja, ist ein bisschen warm. 22 Euro. Schön. Danke. Wow. 3 Singles. Danke. Sie schmecken, ja. Dankeschön. Hat er jetzt uns gemeint mit 3 Singles, oder? Es ist einfach für mich einer der geilsten Burger, die ich überhaupt kenne. So. Yeah. Es ist halt tatsächlich so. Yeah. Wow. Guten Appetit. Lasst euch schmecken. Und als wir vor einem Jahr hier waren, gab es nur eine Sache, die Lukas bemängelt hatte. Das war, die Patties waren ein bisschen dünner und crunchiger. Und das haben die angepasst. Das ist der ultimative Burger. Der ultimative Endgegner. Mhm. Oder? Mhm. Ist durch. Manny und Lukas haben alles schon gesagt. Geisteskrank, gell? Auch diese Gurken, dieses. Schaut mal dieses crunchige Fleisch an. Crunchig, trotzdem fleischig. Über diese Buns brauche ich gar nicht reden. Das sind diese, wie heißen die? Martins? Irgendwie sowas. Martins Potato Rolls. Genau, Martins Potato Rolls. Die sind auch bis jetzt, glaube ich, noch die einzigen in Deutschland, die diese haben. Der gleiche Bun wie von Shake Shack. Genau. Bei uns in Österreich würde man sagen, Gatschikora. So richtig Gatschikora. Fixora. Wie gut der auch zusammenhält. Konstruktion, Monstruktion. On point, ja. Die Einheit ist da. Mal aus den Vogel, ja. Rudi, hey. Danke für alles. Schönen Aufenthalt euch noch. Ja? Ciao. Ciao. Ciao, ciao. So, Freunde, das war's eigentlich auch. Ein super starkes Hangover-Abendessen, Frühstück. Was sagst du? Das war ein... Genau, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Den Herren hier abonnieren, den Herren hier mehr auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.